Frage. Hi, Elli. Heute zeigen wir es dem Knapp. Du kneifst doch nicht, oder? Betty? Nee, kannst dich auf mich verlassen, Elli. Da bin ich aber heilfroh, Herr Staatsanwalt, dass wir diesen Zettel von einem männlichen Schüler bekommen haben und nicht von einer Schülerin. Sonst hätten Sie ihr wahrscheinlich wieder unterstellt, sie sei auch noch sexuell hörig meinem Mandanten gegenüber. Aber das ist doch eine ganz klare Verabredung. Die beiden wollen meinen Mandanten fertig machen. Das nenne ich Mobbing. Also das kann ich aus diesem Zettel ehrlich gesagt nicht herauslesen. Ach nein, das ist es denn? Die sprechen sich natürlich ab. Das sind zwei 16-Jährige, die stehen nicht jeden Tag vor Gericht, Frau Klingenberg. Natürlich versichern die sich rück. Ach so. Dem Kerl gehört das Handwerk gelegt. Und zwar so schnell wie möglich. Also mit dem Handwerk legen habe ich es nicht immer so. Diesen Zettel werde ich auch nicht so einfach abtun. Aber von diesem Zettel mal abgesehen, Max, gibt es irgendeinen Grund, warum die Bettina, die Bettina und die Elli den Angeklagten zu Unrecht belasten sollten? Ja sicher, Elli hat rausgekriegt, wie Herr Knapp ein Verhältnis mit ihrer Mutter hat. Und die wollen sich natürlich nicht scheiden lassen. Oder sogar noch schlimmer, die trennen sich, dann müssen die ausziehen oder sogar noch umziehen. Max? Ja, und wenn hier der Herr Knapp wegen sexueller Belästigung verurteilt wird, ist natürlich die Mutter fein aus der Sache raus. Und das ist alles wie die Friede, Freude, Eierkuchen. Max, Pause! Pause ist totaler Unsinn. Ich habe doch kein Verhältnis mit Ellis Mutter. Mensch, Trainer, ich meine, Herr Knapp, Sie müssen... Ich weiß, dass es jetzt scheiße für Sie ist, weil Ihre Frau da hinten sitzt. Aber Sie müssen jetzt einfach mal in Ihre Schmerzgrenze gehen, sagen Sie doch auch immer. Am Ende werden Sie noch zu Unrecht verurteilt. Und dann fliegen Sie von unserer Schule. Und das soll einfach nicht sein. Das wissen Sie doch. Na ja, das möchte der Angeklagte im Zweifel auch nicht. Aber ich meine, warum sollte da Bettina dann mitmachen, wenn die Elli wegen ihrer Mutter ein Problem damit hat? Dass sie, und erzählen, dass sie, er sie in der Dusche bedrängt hat. Ja, Elli oder Bettina, ist es so, sie ist ja schon in der Matte sitzen geblieben. Ja. Ja, und sie war natürlich Herr Knapp total angemacht, damit sie nicht noch mal in Mathe sitzen bleibt. Ja, und Herr Knapp, so korrekt wie er ist, natürlich gesagt, bist du eigentlich, hast du sie eigentlich noch alle? Weil der kann euch einfach eine gute Mathe-Note geben. Hör mal, hast du eigentlich Schweinegrippe oder so? Wenn einer hier von uns beiden die guten Noten in den Arsch geschoben bekommt, dann ja wohl du, nicht ich. Nur weil der als Supertrainer dastehen will und Max vielleicht so ein bisschen schneller läuft als andere. Ein bisschen schneller ist gut. 3 Minuten schneller als du auf 1000 Meter. Ja und? Aber du wärst in 3 Sekunden von der Schule, wenn er Knapp nicht da wäre. Der pusht dich doch total. Deswegen willst du auch, dass er bleibt. Und deswegen machst du auch uns hier so fertig. Ja. Wie bitte? Jetzt benote ich auch noch willkürlich, oder was? Fällt mir auch nichts mehr zu ein. Max, haben Sie selber mal irgendwie mitbekommen, dass Bettina, sagen wir mal so von sich aus, auf den Angeklagten zugegangen ist und ihm eindeutige Angebote gemacht hat, um in Mathematik eine bessere Note zu bekommen? Ja, sicher. Ich höre das doch immer, wenn die sich mit ihren Weibern unterhalten. Oh, ich habe mir heute neue Sachen gekauft. Und dann kauft sie sich extra einen scharfen Fummel. Und den muss sie ausgerechnet in Mathematik anziehen. Ist doch ein bisschen komisch, oder? Das stimmt doch überhaupt nicht. Ach, stimmt doch wohl. Nein! Ja, ich bin doch nicht taub. Das haben andere doch auch gehört. Doch. Und das war wahrscheinlich auch nicht das Einzige, was sie mitbekommen haben. Oder? Nein. Zum Beispiel auf der Schulparty. Da ist sie auch schon die ganze Zeit um Herr Knapp rumgeschwirrt. Und hat sie die ganze Zeit angebaggert, damit sie in die Mathe durchzieht. Lächerlich. Wie soll das ausgesehen haben? Also auf der Schulparty war es so, dass Herr Knapp irgendwo am Getränkestand stand. Und auf jeden Fall ist dann Bettina zu ihm gegangen, so richtig nah mit Körperkontakt. Und einmal hat sie ihn sogar umarmt. Ja, und dann hat die Musik noch voll aufgedreht und die ganze Zeit richtig angetanzt. Mhm. Ja, und dann waren wir noch mal im Sauerland für ein Wochenende. Und da ist sie auch schon die ganze Zeit um ihn rumgeschwirrt. Und ist wie eine Klette einfach nur, die ganze Zeit. Wie hat denn mein Mandant so darauf reagiert? Ach, der Herr Knapp, der ist locker, cool. Der hat einfach nur mal gesagt, die solle man nicht jetzt übertreiben und ganz schnell die leeren Gläser einsammeln. Ja, das hat sie dann auch gemacht. Also die leeren Gläser waren aber nicht im Sauerland-Wochenende, sondern die waren auf der Schulparty. Auf der Schulparty, die leeren Gläser einsammeln und dann? Dann hat sie die leeren Gläser eingesammelt, aber hat irgendwie da weiter noch gepostet und irgendwas gesungen mit, ich habe heute noch was Schönes vor, was richtig Schönes vor oder so. Richtig peinlich, lächerlich. Entschuldigung mal, ich habe mich gefreut, ja, weil die Party war richtig geil. Ja, und ich habe danach bei Elli geschlafen und wir haben so einen richtigen Mädelsabend gemacht, wie man das halt so macht, Film und so. Und das war richtig schön, weißt du noch? Ja. Und Mama, du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich mich an den alten Knacker ranmachen würde. Dann nennen Sie uns bitte einen Grund, Bettina, warum Max sich das hier alles ausdenken sollte. Und kommen Sie jetzt nicht mit der Nummer, er verspricht sich auch eine bessere Mathe-Note davon. Das tut er aber. Und außerdem... Ich war mal mit dem zusammen. Ja, und das war direkt, als ich direkt in die Klasse gekommen bin, so am Anfang. Aber dann habe ich mit ihm Schluss gemacht. Und das war genau an dem Wochenende, wo wir im Sauerland waren. Ich denke mal, der Idiot ist da bis heute noch nicht drüber weg. Das ist der Hintergrund. Deshalb lügt er jetzt hier so rum. Ja.
Also das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wenn der Junge ihr wirklich so nachhängen würde, dann wäre er doch wohl eher eifersüchtig auf meinen Mandanten und würde ihn belasten. Aber was tut er stattdessen? Er belastet sie. Da stimmt doch irgendwas nicht. Jetzt aber mal echt. Der Max, der verdreht doch komplett alles. Ach so. Ja, aber was hat er jetzt konkret verdreht dargestellt? Ja, auf unserer Schulfete. Da sollte ich die Gläser einsammeln. Das hat er zu mir gesagt. Und danach hat er doch zu mir gesagt, ja, dann sind wir schneller fertig mit Aufräumen. Dann hätten wir noch Zeit, uns zu unterhalten. Verstehen Sie, was er damit meinte? Nur wir beide. Nie im Leben habe ich das gesagt. Ich war doch froh, dass ich Samstagabend endlich spät noch zu meiner Frau konnte. Ach, nur, dass deine Frau an diesem Samstagabend überhaupt nicht zu Hause war, Roland. Nämlich, falls du dich erinnerst, hat an diesem 3. Oktober meine Mutter nämlich Geburtstag gehabt. Nur mal so, zur Information noch mal. Ja, das stimmt, aber trotzdem ist es totaler Unsinn, was Betty da erzählt. Ja? Ist das so? Ja. Mhm. Knapp so, Sie haben so ein nachdenkliches Gesicht trotz allem. Was überlegen Sie denn gerade? Ganz ehrlich, mittlerweile kommen selbst bei mir da so ein paar Zweifel auf. Anna, was ist denn jetzt los? Solltest du ja wohl am besten wissen, oder? Ich brauche endlich einfach mal Klarheit. Und so eine Gelegenheit bekomme ich wahrscheinlich nie wieder. Übersetze ich das richtig, dass Sie eine Aussage machen wollen? Ja. Noch Fragen an Max Wessel? Nein. Sie nehmen hinten Platz, Max, und bleiben unvereidigt. Und Sie kommen bitte nach vorne. Ja? Ja. Frau Knipp, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ja. Ihr Vorname ist Anna, soweit ich richtig mitbekommen habe. Wie alt sind Sie? Ich bin 38. Wohnen mit Ihrem Mann in Dortmund? Noch. Was sind Sie vom Beruf? Teilzeitkraft, Arzthelferin. Was soll ich mir vorstellen, damit ich mehr Zeit für meinen Mann habe? Als Ehefrau des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht, § 52. Das heißt, Sie können Aussagen oder Schweigen. Ist es. Aber wenn überhaupt jemand aussagen sollte, dann wohl ich. Weil jetzt reicht's wirklich. Es reicht, Roland. Was reicht da so jetzt so? Wie als ob das Fass überläuft. Ja, das was ist Ihnen da jetzt gerade klar geworden? Das kann ich Ihnen sagen. Und zwar an dieser Schulparty. Ja. Da bin ich nicht dabei gewesen. Ich bin zu meinen Eltern gefahren, weil meine Mutter hatte, wie gesagt, an diesem 3. Oktober Geburtstag. Ich bin also nach Heidelberg gefahren und Roland konnte halt nicht mitfahren, weil er ja auch diese Schulparty organisiert hatte. Ja. Allerdings bin ich aufgrund eines Magen-Darm-Virus meiner Eltern frühzeitig zurückgekommen. Weil meine Eltern meinten, es wäre besser, ich sollte mal lieber fahren, damit ich mich nicht auch noch anstecke. Und da habe ich gedacht, okay, ist ja kein Problem, weil meine Schwester halt auch noch vor Ort war. Also mit anderen Worten, Sie sind früher als geplant nach Hause zurückgekommen. Richtig. Und zwar viel, viel früher als geplant. Ich bin bestimmt schon so gegen 9:30 bin ich von der Autobahn abgefahren und dachte noch so, ach Mensch, dann rufst du den Roland jetzt an und ob ich Brötchen mitbringen soll, können wir zusammen frühstücken oder vielleicht gehen wir auch brunchen. Ja. Was hat er dann gesagt? Was er gesagt hat, ganz komisch. Ja, ich sollte das entscheiden. War ich gar nicht so gewohnt. Da habe ich gedacht, ja, na gut, dann holst du halt Brötchen, bin zum Bäcker gefahren und fertig. War Ihr Mann irgendwie anders als sonst, als Sie nach Hause gekommen sind? Ganz ehrlich, mein Eindruck war, ja, er hat sich zwar gefreut, aber also so richtig ist die Freude bei mir nicht angekommen. Also ich hatte das Gefühl, so aufgesetzt freundlich ist er, aber ich habe mir... Natürlich war das echt, Anna. Natürlich. Das war echt? Ja. Ja, warte. Ich erzähl's erstmal weiter, okay? Bitte. Jetzt bin ich dran. Ja. Und zwar bin ich ins Schlafzimmer gegangen. Ich dachte, okay, dann ziehst du dich jetzt halt erstmal um. Das Bett war natürlich noch nicht gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, du willst eh noch Wäsche anstellen. Also ziehst du das Bett direkt mit ab, was übrigens auch noch warm war. Ich habe ausgeschlafen, Anna. Meine Güte, was reimst du jetzt hier ist zusammen? Ist gut, Roland. Weißt du, ich habe nicht nur unsere Bettwäsche in der Hand gehabt, Roland. Weißt du, was ich noch in der Hand hatte? Einen Slip. So, jetzt bist du dran. Ein Slip? Ja, ein Slip. Das wird dir wohl ein deiner gewesen sein, nein, oder? Nein, das war nicht meiner, Roland. Weißt du warum? Weil ich trage keinen rosafarbenen Slip. Und schon gar keinen, wo in Glitzerstrassstein draufsteht, Candy Girl. Das tragen 16-jährige, Roland. Verstehen Sie? Schülerinnen tragen das. Verstehen Sie, was ich meine? Ich verstehe sehr deutlich. Hatten Sie gleich eine Vermutung? Woher ist das Lieb? Nein, eigentlich, ich hatte nicht sofort diese Vermutung. Als das Bild vorhin da war, da dachte ich erst, okay, wahrscheinlich hat er mit dieser, wie hieß sie gleich, Frau Heinrich irgendwie was angefangen und hat die mit nach der Schulfeier nach Hause genommen. Ja.
Nur, ja, ganz ehrlich, also nachdem ich das Bild gesehen habe, dachte ich, naja, das passt nicht so ganz. Also der Slip, den ich gefunden habe, der war Konfektionsgröße 34. Nee, so geht das da unten nicht weiter, definitiv nicht. Und ja, das war meine Vermutung. Bei Frau Zimmer könnte es hinkommen. Oder habe ich mich da verguckt? Das kann überhaupt nicht stimmen. Ich habe so einen pinken Strasssteinchen-Slip überhaupt nicht. Rosa, bist du dir sicher? Halt du, was willst du eigentlich? Sei einfach mal leise. Sind Sie auch noch Spezialist in Unterhosen oder wie irgendwas? Hat Bettina so einen Slip? Ja, ich hab dir mal so einen geschenkt. Ich hab's gewusst. Ich hab gerade das Gefühl, ich bin im falschen Film. Ja, ich erst mal. Also, wir kommen doch der Wahrheit jetzt mal langsam auf die Spur. Ich würde jetzt gerne wissen, Bettina, wenn das Ihr Slip ist, davon gehe ich ehrlich gesagt aus, dann interessiert uns jetzt alle das Gericht, Ihre Mutter selbstverständlich, aber auch mich. Wie kommt der denn ins Bett Ihres Lehrers? Oder ist das wieder mal alles so ganz anders, als es aussieht? Ja. Na gut, ich bin nach der Feier mit zu Roland. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Bettina, stimmt das also, was Max gesagt hat, dass es zumindest von Ihnen ausgegangen sei, dass es kein ganz normales Schüler- und Lehrerverhältnis gewesen ist? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Roland war so nett zu mir von Anfang an und er hat gesagt, das mit Mathe, das würden wir schon hinbekommen. Ja, dass ich halt meinen Abschluss bestehe und vor allen Dingen, dass ich nicht noch mal sitzen bleibe. Ja, und er war wirklich so lieb zu mir. Und ja, im Sauerland, da wollte ich einfach mich bei ihm bedanken, dass er so lieb zu mir und so nett zu mir war und sich so toll um mich gekümmert hat. Aber, Mann, dann haben wir uns eben geküsst. Anna, ich hatte was getrunken. Ich habe das sofort wieder abgeblockt. Ich wollte das nicht. Ja, natürlich, du wolltest das nicht. Aber du hast es gemacht. Du hast es gemacht und du hast es in unserem Bett gemacht, Roland. Wie konntest du mir überhaupt die ganze Zeit noch in die Augen schauen? Ich frage mich, wen habe ich da geheiratet? Wer ist das? Bettina, offensichtlich ist es ja nach diesem Wochenende erstmal richtig losgegangen zwischen Ihnen und meinem Mandanten. Jetzt mal bitte ganz ehrlich, von wem ist die Initiative ausgegangen? Ich habe mich bei Roland doch so wohl gefühlt. So wie er mit mir geredet hat, so hat doch noch niemand mit mir geredet. Ich hab doch nur noch meine Mutter. Ich meine, die gibt sich zwar alle Mühe der Welt, aber die ist halt, wie Mütter so sind, streng und, ja, konservativ. Und mein Vater, den sehe ich doch seit der Scheidung so selten. Und in irgendeinem Café, man kann doch heutzutage da auch nicht mehr reden. Sie wollten also, dass es zwischen Ihnen und meinem Mandanten weiterging? Ja, aber du wolltest es doch auch. Gibst du mal vielleicht dem Mädchen eine Antwort? Komm, sag was. Sie hat dich was gefragt. Es hat sich irgendwie verselbstständigt. Aha. Keine Ahnung, warum. Ich wollte Abwechslung, aber ich hatte bestimmt nicht vor, irgendwas mit einer Schülerin anzufangen. Das hat sich so ergeben, verdammt. Bitte schön, meine Tochter eine Abwechslung. Naja, ich meine, aber wir sind wenigstens jetzt schon mal bei einem einvernehmlichen Verhältnis zwischen Ihnen, Bettina, und dem Angeklagten. Und nun möchte ich wieder zurück auf mein Verfahren kommen. 5. Oktober 2009. Was hat sich da in oder vor der Umkleide zugetragen? Bettina? Ich hatte mich doch so gefreut, dass wir endlich mal eine ganze Nacht zusammen verbringen könnten. Das hat er mir doch nach der Schulfeier direkt versprochen, weil seine Frau, die war ja nicht da, dass wir mal ausschlafen können und im Bett frühstücken. Aber dann hat seine Frau angerufen. Der hat mich einfach rausgeworfen. So richtig mies. Hätte was ich denn machen sollen? Ja, auf jeden Fall nicht mich jedes Mal abdrücken, wenn ich auf dem Handy anrufe. Wird immer besser. Sie war also die ganze Zeit diejenige, die auf deinem Handy angerufen hat, wenn wir zwei spazieren waren? Scheiße. Deine Schülerin? Ja, das kommt vor. Die Verabschiedung hatten Sie sich also alles anderes vorgestellt, Bettina. Wann hat oder wie hat der Angeklagte sich danach bei Ihnen gemeldet wieder? Ja, an dem Tag gar nicht mehr. Da hat er mich einfach nur weggedrückt. Und dann am Montag hat er sich erst wieder gemeldet. Da hat er mir eine SMS geschrieben. Stell dir mal vor, was da drin stand. Du bist doch nicht sauer. Als ob ich nicht sauer gewesen wäre. Ja, aber Bettina, so kann es auch einem gehen, wenn man als sehr junges Mädchen sich an seinen Lehrer, der noch verheiratet ist, irgendwo anmacht, einlässt, wie auch immer. Wobei der Vorwurf eindeutig an die andere Seite. Wann ist denn jetzt dieses Video aufgenommen worden? War das vor oder war das nach diesem etwas unschönen Abschied? Das war in der nächsten Sportstunde, an dem Dienstag. Ja, Roland hat gedacht, dass er es wieder alles einrenken würde, wenn er mich mal kurz antatschen würde. Hallo? Ja, und
ich hatte halt Elli um den Gefallen gebeten und sie hat das dann auch für mich getan. Sie hat sogar noch die Idee mit dem Zettel gehabt und ist dann für mich eingeworfen. So, also ich meine, Bettina, von jetzt auf gleich so hinaus komplimentiert zu werden, ist auch für einen Erwachsenen nicht so einfach und keine schöne Erfahrung. Nur, ich meine, was ist, ich komme noch mal drauf zurück, Ihnen oder an der Umkleide passiert? Hat sich das so zugetragen, wie Sie es bei der Polizei geschildert haben? Ja, nicht direkt. Sondern wie? Ja, Roland ist auf mich zugekommen und er hat mich auch so angefasst, so wie ich gesagt habe. Und der hat zu mir gesagt, ich soll mich nicht so anstellen. Wenn wir nicht weiterhin für Mathe lernen würden und natürlich hinterher tollen Sex hätten, dann wird das überhaupt nichts mehr geben. Weil die anderen Arbeiten, die er ja schon vorher mit mir durchgegangen wäre, hätte ich auch vergeigt. Aber er hat sie nicht gegen die Wand gedrückt, ne? Und auch keine Gewalt angewendet. Nein. Nur Fragen an die Zeugin Knapp. Bleibt unvereidig, nehmen Sie bitte wieder hinten oder an der Seite Platz. Werden Anträge gestellt, schließlich die Beweisaufnahme, Staatsanwalt Römer. Ja, Frau Vorsitzende, was bleibt denn jetzt übrig? Also eine sexuelle Nötigung war hier angeklagt, die ist es nicht. Eine sexuelle Nötigung ist es, wenn ich einem anderen Handlungen aufdrücke, sexueller Art, und dabei ein qualifiziertes Nötigungsmittel verwende, das heißt zum Beispiel körperliche Gewalt. So war uns das ja zunächst geschildert worden. Sie hätten das Mädchen gegen die Wand gedrückt. Das haben wir hier nicht. Damit fällt es weg. Sie sind ja nicht der Mann fürs Grobe. Sie machen das sehr viel subtiler. Sie sind Lehrer. Es gibt da ein Abhängigkeitsverhältnis. Das ist Ihre Schülerin. Und die ist versetzungsgefährdet. Das heißt, Sie haben Macht über diese Schülerin. Und diese Macht haben Sie hier bewusst missbraucht und ausgenutzt. Es gab hier eine ganz klare Verknüpfung zwischen der Geschichte, die auch irgendwann mal vorher gelaufen ist, als Sie mit dem Mädchen geschlafen haben. Dazu werde ich ein weiteres Strafverfahren einleiten. Und der Geschichte mit diesen Mathe-Noten. Das hat sie ganz klar gesagt. Das heißt, Sie haben Ihr Machtverhältnis, was Sie als Lehrer haben, ganz klar missbraucht. Und deshalb sind Sie zu bestrafen. Sie mag sich da zunächst mal auch ein bisschen drauf eingelassen haben. Deshalb weiß ich nicht, ob es hier auch noch eine Nötigung ist. Aber ein sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen ist es hier. Und dafür halte ich eine Freiheitsstrafe von 8 Monaten für Tat und Schuld angemessen. Die ist zur Bewährung auszusetzen. Alles Weitere wird dann ein weiteres Verfahren bringen. Vielen Dank, Staatsanwalt Römer. Frau Rechtsanwältin Klingenberg. Frau Vorsitzende, Herr Staatsanwalt, hier wurden doch jetzt mal ganz eindeutig die Tatsachen verdreht, Herr Staatsanwalt. Was hat mein Mandant genau gemacht? Er hat sich in eine Schülerin verguckt, die ihn zuvor offensichtlich, und daran besteht ja nun gar kein Zweifel, sehr, sehr direkt angemacht hat und daraufhin ein Verhältnis mit ihr begonnen, das schlussendlich darin geendet hat, dass er sie eben in der Umkleidekabine nackt, wie sie war, angefasst hat. Aber erfüllt dies tatsächlich den Tatbestand des Missbrauchs von Schutzbefohlenen? Also ich meine, nein. Natürlich bestand ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen den beiden. Er ist der Lehrer und sie ist die Schülerin. Aber hat er dieses Abhängigkeitsverhältnis auch tatsächlich missbraucht? Das wäre vielleicht der Fall dann, wenn er infolge dieser Abhängigkeit zum Erfolg gekommen wäre. Aber das stimmt doch gar nicht, was der Staatsanwalt sagt. Er ist zum Erfolg gekommen, weil er verliebt war in das Mädchen, weil sie verliebt war in ihn, weil er ihr zugehört hat, weil sie froh war, dass sie wieder eine männliche Bezugsperson hatten und weil die beiden sich gegenseitig toll fanden. Das war das Mittel, wie er zum Erfolg gekommen ist. Und darum kann ich hier überhaupt keinen Missbrauch von Schutzbefohlenen erkennen. Und ich beantrage selbstverständlich Freispruch. Vielen Dank. Danke schön, Frau Sebeling-Klingenberg. Wollen Sie einen Antrag stellen als Nebenklägerin? Nein. Herr Knapp, Sie haben das letzte Wort. Anna, kannst du mir noch mal verzeihen? Ich kann dir genau sagen, was ich machen werde. Und zwar setze ich dir noch heute die Koffer vor die Tür. Und genau in einem Jahr ist die Scheidung eingereicht. Genau das werde ich machen. Im Namen des Vorgesetzten geht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung und trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Vielen Dank nochmal für die Kopfschmerztablette, aber nächstes Mal bitte eine, die besser schmeckt. Ja? Und die besser wirkt. Herr Knapp, das Gesetz, und das kennen Sie, jedenfalls die einschlägigen Paragraphen, hat hohe Erwartungen an Ausbilder, Lehrer, wie auch immer. Wir nennen es hier an Lehrer. Das heißt, auch wenn jemand einwilligt oder sogar anschiebt, ne, im Sauerland, hat das nichts damit zu tun, dass das kein Missbrauch sein kann,
Weil Sie als Lehrer wissen, dass es eine gewisse, ja, tatsächliche Abhängigkeit gibt. Sie kann keine Mathematik, Handstand auch nur mäßig. Das eine und das andere, dass dieses Mädchen versucht, sich deshalb an Sie heranzumachen, auch möglicherweise verliebt ist. Und im Gegensatz zu Ihrer Verteidigerin, halte ich Sie an Ihren Worten auf. Abwechslung, war das nicht so. Das heißt, Sie haben genau gewusst, was Sie da haben. Ja? Und auch in der Beschreibung. Und auf diesen Kern reduziert es sich. Und das, Herr Knapp, ist ein Missbrauch von Schutzbefohlen. Die Strafzumessung ist eine weite Geschichte. Von wenig bis viel. Da habe ich natürlich hier berücksichtigt, Bettina, Elli, was das auch ein kleines Spielchen gewesen ist, auch noch mit. Weil sie sich einfach verraten fühlte. Aber hier eine Verhandlung ist nicht der Alltag dafür. Und wenn Ehefrauen zur Verstärkung in eine Verhandlung kommen, ist nicht das erste Mal, dass sie nicht mehr als Verstärkung diesen Saal verlassen. Das hat mit mir gar nichts zu tun. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Berufung oder der Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Roland Knapp wurde in einem späteren Verfahren unter Einbeziehung der heutigen Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 11 Monaten zur Bewährung verurteilt. Die Schulleitung leitete ein Disziplinarverfahren gegen ihn ein. Bettina Zimmer wurde vom Jugendgericht wegen falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu 50 Arbeitsstunden in einer gemeinnützigen Einrichtung verurteilt. Elli Heinrich wurde dafür zu 30 Arbeitsstunden verurteilt. Max Wesel wurde wegen versuchter Strafvereitelung vom Jugendgericht ermahnt.